Hallo, hey Buchs da draußen, willkommen zum nächsten Video mit Tatani Bloody Cave. Hallöchen! Hallöchen, Popöchen! Und ihr hört vielleicht an der Stimme, ich join erstmal auf den Server. Wir kämpfen. Jetzt. Wir kämpfen, ja. Oh, ich bin am Zittern, das glaubt ihr gar nicht. Oh. Ich bin entspannt. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal ganz geschmeidig gucken. Hier zur verzauberten Truhe, Enderchest, du weißt, was ich meine, ne? Dass ja. Jeder da vernünftige Sachen reinpackt, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel noch ein Schärfe-1-Schwert, falls einer von uns sterben sollte, was natürlich niemals passieren wird. Schärfe-3-Schwert habe ich reingetan. Okay, Essen haben wir drin. Gut. Guck mal, ob ich da noch... Vielleicht ein paar Steine noch reintun? Naja, ich glaube Steine brauchen, obwohl, man weiß nicht. So. Okay, ansonsten brauchen wir eigentlich nichts mehr, okay. Lava-Eimer, Wassereimer, ganz wichtig. Wir treffen uns, wie gesagt, jetzt erstmal ganz fair in der Mitte. Genau, Steine. Ja. Hier, ich habe Steine gebrannt. Satani, nimm dir welche mit. Ja. In den Öfen sind welche drin. Ja, hab genug. Hoffe ich. Ja. Ach so. Okay, ich wäre soweit ready. Hier müssen wir natürlich noch zumachen. Kann ich hier schon zumachen? Nee, das kann offen bleiben, weil wenn wir sterben, ist doch eh egal. Und wenn wir gewinnen, gefunden wird. Warum sollte ich einfach zu? Ja, es ist letztlich Latte. Ja, okay. Let's go. Jetzt geht's rund. Ihr seht, wie viele noch leben rechts. Die, wie gesagt. Jetzt geht's rund, Alter. So, also, wir haben abgesprochen mit denen, dass wir uns erstmal in der Mitte ganz fair treffen und sehen, so wie im Kampf mit Weiß-Weiß. Und Doom the Play, finde ich auf jeden Fall auch cool von denen, dass sie es auch mitmachen. Ja. Ja. Und ich auch sehr fair. Schön. Dann, also wir haben eine gute Rüstung. Wir haben echt eine gute Rüstung. Ich glaube, wie viel du hast? Du hast natürlich dann wieder ein bisschen mehr tanken. Genau, du hast 2 Goldäpfel, richtig? Ja, wie viel hast du? Ich habe einen. Was kostet einer? 40, ne? Meine 40. Hast du noch welche im Inventar? Nee, ne? Weißt du, wir machen das jetzt einfach. Ich laufe nochmal schnell zurück. Ich habe noch Cooker Beans. Und ich baller die mal ganz kurz. Bleib mal da unten, wo du bist gerade. Ja, okay. Weil sicher ist sicher, Leute. Dann kaufe ich lieber noch einen zweiten schnell. Anstatt jetzt durch so eine Dummheit, durch so eine Kleinigkeit, die einfach so schnell zu beheben ist, da irgendwas zu riskieren, das wäre es einfach nicht wert. Und dann lassen wir die eben einen Moment mal warten. Also wir haben wirklich alle Zeit der Welt letztlich. Und vielleicht, erhöht das nochmal die Anspannung bei unseren Kontrahenten, sodass wir den Kampf positiver gestalten können. Ja. Stimmt. Also, bin aber auch am Zittern, muss ich sagen. Ja, aufgeregt bin ich ein bisschen, aber nicht so wie gegen Weißwurst und Domse. Weißwurst und Domse war einfach nochmal so ein bisschen was Persönlicheres, weil das war einfach so der Bloody Beach-Gegner, gegen den wir abgenüppelt sind, beziehungsweise gegen den ich dann letztlich abgenüppelt. Obwohl, du bist ja auch gegen Leaf gestorben, ne? Also, ja, 2-mal haben sie mich gesnackt, diese Säue. Ja, gut, ne? Und dann war das jetzt eben so. Und ich war da noch schön am Pflanzen und dann kommen die so von hinten so richtig dreckig an und killen mich, ey. So richtige Drecksgöbbe. Hä, wo sind jetzt... Rache ist süß. Ja, und Exolo, Yuya, können wir gar nicht einschätzen, PvP-technisch. Aber ich denke schon, dass sie eher besser sind als so der Durchschnitt. Das glaube ich auch. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass sie das sein. Also, ich schätze sie ehrlich gesagt so ein wie Domse und Weiß-Weiß. Glaub ich Domse auch. Und Weiß-Weiß hatten einen schlechten Fight gegen uns, muss man natürlich auch sagen. Also da hat irgendwie einiges nicht so gestimmt. Aber war trotzdem, ja, war trotzdem cool. So. Aber die haben ja, die hier haben doch Miners rausgekickt, ne? Ja, genau. Okay. Ohne Lebensverlust, ja. Jo. Nicht schlecht. Uiuiui, es wird... Da muss man natürlich fairer halber sagen, ja, das... Nö. Schöne Grüße an euch, meine Freunde. Übrigens, falls ihr das seht, ich gehe da mal davon aus, ne? Also hab euch ganz, ganz doll lieb. So, ja, wo laufen wir lang? Ich würde sagen... Ja, da, wo es runtergeht. Ja, gut, dann machen wir das doch mal. Ja. Wird krass auf jeden Fall. Okay. Schutz 2 Rüssi haben wir, das ist auch sehr geil. Ja. Hast du deine... Ich hab meinen Bogen auch noch auf Schärfe 4, auf Dings 4 gemacht.
Power 2 meine ich. Ich hab mich da irgendwie, hier sind wir irgendwie falsch. Meiner ist auch auf Power 2. Ja, das ist. Wie viele Pfeile hast du? Hast du genug? 45, 46. Oh ja, passt. Ich habe 28. Alles gut. Kannst du auch mal ruhig. Ich habe gar keine Ahnung, wo. Spammen, ne? Macht schon Schaden. Ah, jetzt habe ich. Ich habe meine. Ich habe noch ein. Dings. Oh, Witch! Oh, hab sie. Da ist noch eine Direktheilung. Ja, das ist nice. Mitnehmen, ne? Geil. Wir finden den Weg nicht. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Das wie hier. Wie viel heilt die Direktheilung? Keine Ahnung. Aber nicht so viel, glaube ich. 3 oder so, meine ich. Nee, ich glaube. Das heißt nichts. Und Goldapfel schlucken, ne? Direkt dann. Oh, hier ist die Werkbank schon mal. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen runter. Aber wo? Hier vorne vielleicht? Warte mal, hier, glaube ich. Hier, komm mal her. Hier geht's runter. Daran kann ich mich noch erinnern. Hier. Stimmt. Ja, ja, ja. Da waren wir eben. Puh. Ah, da sind sie. Hi. Oh. Lass sie unser Lied retten. Oh, Skeleton hinter dir. Oh Gott, jetzt bin ich hier noch runtergeboxt. Oh, guck mal. Er will aber nicht kämpfen, wie alles zerstört ist. Lass das mal zubauen gerade. Du leckst gerade ziemlich heftig. Ja, echt? Mhm. Jetzt geht's. Wir bauen das hier ab. Hörst du Satani? Ja, ich höre dich, aber okay. Du mich nicht. Doch, ich höre dich schon, aber so irgendwie so ein bisschen... Okay. Okay, komm her. Ja, das... Oh, der hat eine Heal Potion. Der hat eine Direktheilung. Okay. Okay. Bereit? Mann. Bist du bereit, Satani? Ja, ich bin bereit. Okay. Kannst du mich verstehen? Ja, ich verstehe dich. Okay. Du machst die Calls. Wollen wir direkt, ja. So. Julia ist vor. Hab einen Treffer. Die machen gut mit dem Bogen. Ich muss meinen zweiten Goldapfel und dann preschen wir rein, würde ich sagen, ja? Alter, die Bowspam so uns zurück, das ist so heftig. Lass mal hier wieder hinter die Wand. Okay, sneak dich hier hinter. Julia ist raus. Ich laufe hinter Julia, hä? Schaffst du ihn alleine? Achtung, hinter dir. Ich muss Wasser setzen. Egal. Nein. Ich bin gefangen. Nein, wir sind raus. Ich bin tot. Fuck. Ja, auch tot. GG. Oh. Haben sie gut gemacht. Fuck, Mann. Schade, ich war in Spinnennetzen leider. Ja, das haben sie gut gemacht. Ja, würde ich sagen, war ein geiles Projekt eigentlich. Wieder, mehr oder weniger, zweitletztes gestorben. Ja. Freaks und Flashtune, weiß ich nicht genau, was los ist mit denen. Ja. Aber gut. Die Julia war richtig low, die ist nämlich richtig weg gewesen dann lange Zeit. Ja. Da hätten wir weiter drauf gehen müssen. Die stand mitten in uns drin, Mann. Ja, in dem Moment hätten wir sie töten müssen. Aber letztlich war ein gutes Projekt, würde ich sagen. Glückwunsch an die beiden. Und ja, dann würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Mal gucken, vielleicht kommt ja nochmal ein Bloody-Projekt. Ja. Und dann soll ich sagen, soll es ja wohl geben. Ja, wurde schon gesagt. Okay. Ich weiß nicht. Okay. Ja. Wir sehen uns, würde ich sagen, irgendwann. Vielleicht erstes nächstes Mal wieder beim Plani-Projekt, vielleicht irgendwann bei einer Survival Games. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, und ja, dann war's das, ne? Ja, okay, macht's gut, Jungs und Mädels. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.